guten Morgen, Leute. Wie versprochen, die Tage gehen wir heute ein bisschen auf Entdeckungsreise durch Idaho, neuer Bundesstaat in American Truck. Freue mich richtig drauf. Cool. Und habe da bereits eine Seite gefunden, die sagt, wo man die Errungenschaften freischalten kann. Also die 5 neue, die es gegeben hat. Dann schauen wir doch mal rein, würde ich sagen. Da gab es entlang den Snake River. Alles, was ich tun muss, ist eine perfekte Lieferung zwischen folgenden Städten abliefern. Na gut, das werde ich mir eh nicht merken können. Besuche sämtliche Städte, das war klar. Die mittlere Breite. Okay. Tolle Knolle. Schließe 5 Kartoffellieferungen Farmen von Idaho ab. Frenchville, Nampa, Pocatello, Twin Falls. Ah, und das sind diese neue Videosequenzen da, die es jetzt gibt. Die bin ich gespannt. Da gibt es anscheinend 10 Stück davon. Die sind auf der Karte markiert, also sollte man es eigentlich gut finden. Ich werde jetzt nicht extra danach suchen oder danach fahren, sondern ich denke, das wird sich mit der Zeit von alleine freischalten. Was man machen könnte, ist mal diese Kartoffelgeschichte da. 5 Lieferungen, nur 4 Städte. Wie geht denn das? Was schaut das? Nur diese 4 Orte, man müsste an einer Ort zweimal fahren. Okay. Na gut, ich würde sagen, schauen wir mal einfach ins Spiel rein. Machen wir da mal zu. Und starten wir mal American Truck. Gut. Auf jeden Fall sind wir up to date. Version 1.38.1.1 ist jetzt seit heute oder seit gestern nach dem Update. Aber da gibt es auch noch was zu tun. World of Truck Errungenschaft. Bla 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 bla. 30 Millionen Meilen, hallo? Ah, okay, das ist alle Community Goal. Das ist der persönliche, also besuche mal alle Städte, das ist klar. Ja, ich würde sagen, machen wir einfach mal rumfahren, werden es ja suchen, finden, zählen. Mein Truck steht auf jeden Fall schon in Idaho und ich habe auch schon 1, 2, 3, 4 Garagen gekauft. Jetzt kaufe ich noch schnell die letzte, dann habe ich auch da alle. Dann habe ich alle Garagen, die man kaufen kann in ATS. Bestücken werde ich es noch nicht können. Das fällt mir noch ein bisschen Geld, denke ich, aber versuchen wir mal schnell die. Machen wir groß direkt. Okay, jetzt können wir hier, da stehe ich jetzt. Mal schauen, ob man Geld habe ich 11 Millionen. Ja, könnte passen, ne? Dann suchen wir mal nach Trucks. Ich würde sagen, ich kaufe einfach die, die ich habe. Meine Flotte. So, dann haben alle den gleichen kaufen. Das mache ich jetzt nur schnell mit einer Garage, die anderen mache ich dann, wenn ich wieder mehr Geld habe. So.
so habe ich dann Kördalen schon bestückt. Die Garagen liegen fast aufeinander. Noch ein Truck und dann noch 5 Fahrer. So. Die anderen Garagen mache ich mal offline, das ist nicht so spannend. Jetzt noch Arbeitsagentur. Reinstellen. Ab. Klick. Komm, Glück. Und der Daniel fängt auf. Ja. So, dann nehmen wir die Garage besetzt. Die anderen 5 mache ich oder 4 mache ich dann mal später. Ich würde sagen, machen wir doch mal gut hier, oder? Aufträge suchen. Aber ich versuche jetzt im Eidau zu bleiben. Dann hoffen wir, das wäre der erste. Da schon eine kleine Tour. Ich würde sagen, dann liefern wir, was sind das? 3 Autos. Aber machen. Dann let's go. Sind halt noch keine Errungenschaften von Steam, aber ja, das ist egal. Let's go. Okay, wir fahren los. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wunderschön. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Supi. Was ist da falsch? Der ist gut. Ist auf der anderen Seite. Fertig zum Losfahren. Na. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Gucken wir schnell auf die Map. Nicht, dass wir hier so ein schönes Video verpassen. Naja. Hier hat es einen, seid ihr? Diesen kleinen Umweg lohnt sich, denke ich. Das ist diese 13. Grad, der auch Näherungen schafft wäre. Aber das wäre jetzt doch ein riesen Umweg, oder? Hm. Den hole ich auch sonst mal. Da ist nochmal einen. Okay, das passt so. Zeit zu gehen. Biege nach rechts ab. Thank you.
immer geradeaus. Habt ihr aber neue Blumen eingefügt, ha? Im Spiel. Neue Pflanzen. Bitte rechts halten. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war jetzt nicht besonders. Immer geradeaus. Schöne Gegend, muss sagen.
demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich hoffe, dass das meine Autos hinter mir beschädigt. Irgendwo so ein neues Symbol sein. Genau, da vorne mit der Kamera. Dann gucken wir mal rein. Machen Sie eine Kehrtwende. Ja, ja. Wisst ihr was? Ich blende schnell aus. Okay, das war's schon. Mach. Na gut. Dann weiter. Ich werde gerade da vorne wenden bei der Maschineriefirma. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Machen Sie eine Kehrtwende. Neu berechnen. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Das habe ich vor. Ich bin nur sicher gehen, dass ich da nicht in eine Sackgasse reinlaufe.
immer geradeaus. Feedback ist sehr hart. Sehr hart. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Weiter geht's. Klar. Okay, Racefire. Lass uns eine neue Route schreibt finden. Mein Dev. Hi, Racefire. Racefire. Schreibt Moin. Hi, hi. Ich erkunde gerade die neue Karte in ATS. Alles fit bei dir? Kam ja gestern Abend Idaho dazu. Das
das kann ich natürlich nicht so sein lassen. Racefire schreibt, mal sehen, gestern war ich heute noch Springer und nun Spätbereitschaft reingedrückt bekommen, warten auf Abenteuer. Oh yeah. Das heißt, du bist jetzt quasi auf Abruf. Ist auch blöd, dann kann man nichts richtiges planen am Tag, oder? Wenn man auf Bereitschaft sein muss. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links. Auch eine neue Art von Kreuzung hier. Racefire schreibt, nicht ganz, muss schon vor Ort sein, entweder kurzfristig Schichtteile übernehmen oder Haus- und Hofdienst für Liegengebliebenes. Mit Glück kann ich F1 Training im Pausenraum schauen heute Nachmittag. Oh yeah, shit. Verstehe. Okay, es ist also nicht so, dass du zu Hause bleiben. Ja, okay. Ja, das ist natürlich mies, ja. Racefire schreibt, ist aber die letzte Schicht dann 2 Wochen Urlaub. Na, ist doch cool. Ich habe erst letzte Woche August und die ersten 2 Wochen dann. Also letzte Woche Juli und die ersten 2 Wochen August. Wir machen das eigentlich immer so. Obwohl wir jetzt nicht mehr auf Schulferien schauen müssen. Die Kiddies sind ja nicht mehr in der Schule. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen Golf machen, aber durch das, dass da eine neue Karte rausgekommen ist, eine offizielle, hat sich das Golf nach hinten verschoben. Racefire schreibt, wie, was, wo?
hier da in ATS ist eine neue Map gekommen, also eine neue Bundesstaat dazu gekommen. Offizieller. Und so, eigentlich hatte ich vor zu golfen, ein bisschen an meinem katastrophalen Putten zu arbeiten. Aber durch das, dass eben diese Side-Au rausgekommen ist, ist klar, da muss ich jetzt da ein bisschen rumforschen. Sieht schon geil aus. Diese Woche ist bei mir sowieso nichts los in iRacing. Ja, 5 Städte schon entdeckt, da staune ich ja. Ja, wie gesagt, iRacing die Woche bei mir sowieso nichts. Also auch keine Wahl. Iowa ist nichts für mich. Überhaupt nicht. Da bekomme ich Epilepsie auf meine 3 Fernseher. Das ist einfach zu deftig. Iowa. Geradeaus. Racefire schreibt, ich habe die Tage recht viel gespielt und die Kniffe von früher getestet, hat funktioniert. Mein Handicap ging gut nach oben, hätte die gesicher Zeit für einen kleinen Golfkurs. Ja, mal schauen, vielleicht später. Ich spiel's aber mit Xbox-Controller, gell? Machst du's mit Maus, Tastatur oder? Voll, ich denke, das macht ja keinen Unterschied. Ich habe einfach die Abschläge gern, aber das Putten ist so eine Katastrophe. Ich kann diese Beugung und so nicht richtig einschätzen. Da bin ich einfach ja, zu unerfahren, denke ich. Racefire schreibt, Controller Maus ist mir zu schwierig. Ah, du machst das auch mit Controller. Gut, sehr gut. Ja, ich auch. Racefire schreibt, ich muss Irazing jetzt glaub jede Woche fahren, sonst sind die 8 Saisonrennen futsch. Wir sind Woche 6, oder? Sollte da oben in der Laufschrift stehen.
glaube, wir sind Woche 6. Resifier schreibt, ich habe erst 2 oder 3. Ja, aber ich glaube, Woche 13 ist ja neuerdings auch gewertet, gell? Ist ja nicht mehr eine Woche 13 wie früher, wo nur noch Fun-Events stattfindet. Also so viel mehr ist Woche 13 jetzt auch mit offiziellen Rennen bestückt. Also man hat dadurch eine Woche gewonnen. So viel mehr ist. Riesenfeier schreibt, hab ich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe nur die PDF-Datei runtergeladen mit dem Schedule, weißt du, von alle Rennen. Alle Serien. Und bei alle Serien ist in Woche 13 was drin. Also vermute ich mal, es gibt keine Todwoche mehr, wo nur Blödsinn läuft. Das habe ich eine Vermutung. Bra Junior schreibt. Hi, Bra Junior. Bra Junior schreibt, ist aber nur diese Saison so. Ja, aber in dem Fall habe ich es richtig gesehen. Ich finde diese Woche 13 sowieso unnütz, ehrlich gesagt. Ich finde, die braucht es wirklich nicht, also die können es uns auch in zukünftigen Saison auslassen. Bra Junior schreibt, da verliere ich immer die Lust auf Irazing. In dieser Woche 13, ja. Schreibt, eine Drop Week mehr oder 9 Wertungsleufe. Bra Junior schreibt, und höre für eine Saison auf. Immer geradeaus. Ich fahre im Moment auch nicht viel, Bra. Von dem her. Sag ja immer, man soll machen, was man Spaß hat. Im Moment habe ich bei iRacing nicht so meinen Spaß. Gut, ich werde sicher meine Indycar-Serie fahren, aber Iowa ist einfach, wie gesagt, keine Strecke für mich. Auf den drei Fernseher bekomme ich Epilepsieanfall, weil das flitzt links und rechts nur so vorbei. Ist einfach zu viel. Idiot. Ganz im Schwung weggegangen. Ah, schön gemacht, die neue Map da. Ja, die mittlere Breite freigeschaltet, kam gerade da unten. Das seht ihr leider nicht. Das Team Errungenschaft. Die kommen von alleine, ich sage ja, nur ein bisschen rumfahren, die kommen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
kommen von vorne. Immer geradeaus. Biege nach links ab. Oh, da gibt es ein zweites Video. Schauen wir doch rein. Neue Route finden. Ah ja, sind nicht schlecht gemacht, aber ja. Ätzig. Kein Problem, Route neu berechnen. Wisst ihr was, wenn ich schon da stehe, machen wir schnell. Trick 77 wegen der Nacht. So, Nacht übersprungen. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
technisch erwägen. Ja. Okay, lass uns eine neue Route finden. Neu berechnen. Okay, Route neu, kein Problem. Ich finde eine neue Route. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Für knappe 600 Meilen Strecke kommt mir die Fahrt extrem lange vor. Hab sonst immer auch schneller in Erinnerung. Keine Ahnung. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Thank you.
So, hier muss es nochmals kleine Film geben, wahrscheinlich über die Stadt. Das war's schon. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Bleib grün. Na komm. Links halten. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Super.
immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Drei Stunden später. Bitte links halten. Tracker Mike 73 schreibt: Guten Tag. Hi Mike. Na, auch schon auf Entdeckungsreise in Idaho?
Trucker Mike 73. Schreibt, ja, Event schon fertig. Nicht schlecht. Aber es ist jetzt angefangen. Das ist meine erste Fahrt durch den neuen Bundesstaat. Aber muss sagen, ist wirklich gut gemacht, also gelungen. Der Start da hat sich ein bisschen laggen, habe ich das Gefühl, aber kann auch streamabhängig sein. Der Städte ist ja sowieso manchmal eikel. Ja, man hat ja Zeit, man weiß ja gar nicht, wenn die nächste Map kommt, gell? Kann ich gleich alles am ersten Tag fertig sein. Das sind ja, glaube ich, nur 5 neue Errungenschaften, gell, die gekommen sind. Irgendwas mit Kartoffeln ausliefern und bla 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 bla. Natürlich alle 11 Städte besuchen. Trading Post. Neue Plakate haben zwar. Diese WOT-Aufträge geht nicht mehr als 65. Ich drehe den Tempomat hoch, aber da ist Hände bei 65.
Tracker Mike 73. Schreibt, ja, bei 65 Meilen pro Stunde ist Schluss beim BOT. Ich dachte, wäre mehr, aber falsch gedacht. Ich hatte irgendwie mehr als 60 drin. Also 65. Aber passt ja, ist ja mehr als schnell genug. Was sind das in km/h? Über 100 km/h, also. Sind wir dann schon da? Tracker Mike 73. Schreibst 105. Ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Hab das mit dem Rechnen da nicht so. Naja, passt schon. Ich sehe es ja da im Tacho, da über 100, ja. So, Deli. Pocatello. Ah, 6 von 11 Städten schon besucht. Ohne danach zu suchen. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war die erste Lieferung im neuen Bundesstaat. Hier endet es. Mal schauen, wie schwierig ist das Ganze. Nehmen wir uns die Zeit, auch wenn ich das nicht wirklich beherrsche. Schön eng und kuschelig, ne? Na, geht doch, oder? Ich würde sagen, nicht perfekt, aber dass ich sonst die Schnellparkierung nehme, passt. Dann voraus. Abkuppeln. Was doch. $12 Millionen, da kann ich glaube ein paar Leute wieder reinschauen für die nächsten Garage, ne? Karte. Eine Arbeitsagentur.
Fahrer einstellen. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Das haben wir schon. Dann machen wir das, da würde ich sagen. Zack. 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 Na, Kathy, komm. Und Michael. Dann noch ein Truck. Online. Gemäß Flotte. Okay, hat nicht geklappt. Dann kein Wald. Genau so. Noch einen. So, bleiben noch drei Garagen. Die da noch bestücken, die da bestücken, die da bestücken, die ist. Das ist eigentlich von Oregon. Die ist, ja, noch drei Garagen. Boaz, Twin Falls und Idaho Falls. Na gut! Ich würde sagen weiter, oder? 2 von 11. Ich sage, das machen wir doch. Also, eine Fräsmaschine, so ein Schwertransport, Halleluja, aber egal. Von Pocatello nach Grangeville. Dann let's go. Lass uns loslegen. Der muss gerade neben mir stehen, ja. Sogar. Los! Ich mag gar nicht solche Maschinerie. Aber naja. Arbeit! Zuerst noch schauen, ob ich Sachen freischalten kann auf der Strecke. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Ja. Also hier gibt's mal nichts. Da mit Umweg, das ist blöde. Ja.
das habe ich schon. Ich fahre fast die gleiche Strecke wieder hoch. Nee, oder? Doch. Dann wäre ich für einen Umweg. Gar nichts. Ist der lang. Mein Gott, das wird lustig. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Autsch. Ein bisschen zu fest ausgeholt. Ja? Also 400 Meilen.
wartest, du wartest. Pactamaniac schreibt, ein wunderschönes Wochenende dir. Hi Maniac, dir auch. Bin gerade auf Entdeckungsreise da durch den neuen Bundesstaat Idaho. Schreibt, noch 3 Stunden arbeiten. Guter Mann. Pactamaniac schreibt,
Ja, hab gesehen, ITS und RITS DLC sind im Angebot. Ja, obwohl Lidao ist wirklich frisch rausgekommen, gestern Abend, 18 Uhr. Und bei ITS keine Ahnung, wenn dieses famöse Iberia kommt. Schreibt, also das ist wie eine komplette neue DLC. Die gab es vorher nicht. Den Rest habe ich ja meistens, wenn es rauskommt, hole ich mir die. Das ist jetzt wirklich eine neue Bundesstadt, die sie hinzugefügt haben. Schreibt, ATS habe ich nie gespielt. Nee. Ich finde es gerade so gut wie ETS. Paktamaniak. Schreibt, nur ETS. Ja, ich finde beide gut. Ja, Errungenschaft 7 von 11. Nampa. Es reicht auf dem Highway da durchzufahren und schon hat man die Stadt freigeschaltet da irgendwo. Du wartest, Kollege, du wartest. Paktamaniak. Schreibt, müsste ich auch mal wieder spielen. Kann ich nur empfehlen. Es gibt ja nicht nur High Racing, es gibt vieles. Ich spiele im Moment vieles und High Racing eher selten. Die Ausfahrt rechts. Gut, die Woche hatte ich es ja angekündigt, dass es bei mir kein High Racing gibt, weil die Strecke mir einfach überhaupt nicht passt. Biege nach rechts ab. Das wird nächste Woche schon wieder besser. Und ich habe auch andere Spiele entdeckt, die extrem Laune machen. Wie Breakfast, Grid 2, Ori, Golf, naja. Paktamaniak. Schreibt, ja, nächste Woche im Saar auf Spa. Schon wieder Spa. Schreibt, ja, jetzt habe ich den Track mal drinne. Ist schon eine schöne Strecke, Spa, ja. Paktamaniak. Schreibt, ein bisschen i-Rating pushen im besten FSLL. Ja, High Rating. Es darf sich nur nicht zu viel ums High Rating und SF handeln, sonst verlierst du schnell mal die Laune, glaub's mir. Paktamaniak. Schreibt, naja, 1K sieht so nach voll nur OB aus. Ja, aber das will nichts heißen, du. Das heißt gar nichts. Viele machen sich ein riesen Ding aus diesem Rating. Das sagt gar nichts. Ich kenne Fahrer mit 2000, die sind viel in höherem Level einzustufen und Fahrer, die haben 4000, die haben gewusst und genau die richtigen Momente ausgenutzt, um so hoch zu kommen, wo eigentlich die 4000 sorry nicht verdienen. Immer gerade. Warum? Dieses I-Rating, naja. So, für Regen habe ich noch gebraucht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht neu geschaut. Wie gesagt, i-Rating ist ein guter Anhaltspunkt, aber will gar nichts heißen.
ist jetzt meine Meinung. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Haptamania schon fast 2 Stunden. Schreibt, ja, das ist richtig, sieht trotzdem besser aus. Meine Oval-Lizenz kann ich nicht pushen, müsste ich Autos kaufen. Okay. Aber wie gesagt, macht ihr ja bloß nicht zu viel aus dieser My-Rating. Das machen viele und das kann dir die Laune und den Spaß an der Simulation total verderben. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Aussteigen und schieben. Haptamaniak schreibt, ne, das nicht. Haptamaniak schreibt, hab ja jetzt 2 Jahre Pause gehabt. Ja, okay. Ich habe im Moment ein bisschen in Road pausiert. Oval fahre ich einfach meine IndyCar-Serie fixet und das passt. Dafür habe ich eben andere Spiele ein bisschen für mich wieder entdeckt, wie Wreckfest, Grid 2. Ich weiß, es ist Arcade. Ich würde es auch nicht als Simulation betiteln, aber es geht ja um den Spaß. Und im Moment habe ich dort Spaß. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man was macht, dass man Spaß hat daran. Ich glaube, da gibt es ein Video. Haptamaniak schreibt eben. Ja. Jo, da gibt es ein kleines Video, sehe ich, habe ich noch zu freischalten. Ja. Das holen wir uns doch. Na, wie nett. Ich hoffe, ich passe mit dem langen Anhänger da drauf. Neue Route finden. Schon sehr lang der Anhänger. Schauen wir mal rein. Das war's schon. Na gut. Nicht sehr spektakulär, aber passt.
Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Gell, dieses Wochenende ist kein Endurance-Event oder so special. Sagt halt mir, ui, ein bisschen zu schnell. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Geradeaus. Schöne Motorbremse. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
Schiffs. Geradeaus.
demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. FFR Thomas schreibt: Glück auf zusammen. Hi Thomas. Na, fit, gesund, munter. Hoffe ich doch. Demnächst rechts abbiegen. FFR Thomas schreibt: Ja, das schon, nur müde. Biege nach rechts ab. Ah, okay. Endlich, wir sind aber da. Müdigkeit kann man kurieren. Das werde ich mir komplett ersparen. Ja. Sehr schön, waren zwei schöne Fahrten. Screenshot für die Firma im Falle des Falles. Alles gut. Ja, Leute, sorry Thomas, kommst jetzt rein, wo ich eigentlich Feierabend mache, respektive unterbreche, weil ich gleich essen werde. Auf jeden Fall, ja, bleibt alle gesund. Danke an alle, die reingeschaut haben. Und ich sag mal, bis später. Welches Spiel, weiß ich noch nicht. Könnte Golf sein. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Könnte aber auch nochmals ATS sein. Ich habe keinen Plan. Wie gesagt, iRacing diese Woche. Kein Stream bei mir, auch kein Rennen als solches. Naja, bleibt gesund und ich würde sagen, man sieht sich, man hört sich und nochmals danke an alle, die reingeschaut haben. Bis dann, tschüss Männer und genießt den Freitag und das Wochenende. Tschüssi.